Erzählung. Heute erzählte mir eine Bekannte in Bern beim Mittagessen von einem Bekannten in Deutschland, welcher durch Zufall mit einem Unbekannten ins Gespräch gekommen sei, der ihm, nachdem sie vorerst über Dinge ohne Wichtigkeit geredet hätten, zu erzählen angefangen habe, wie er einmal zwischen 9 und 10 Uhr abends, er sei Vertreter vom Beruf und sei um diese Zeit noch öfters mit dem Wagen auf der Heimfahrt, wie er also, als er unterwegs gewesen sei, gesehen habe, dass am Straßenrand auf freiem Feld ein Mädchen mit erhobener Hand gestanden sei, woraufhin er den Wagen angehalten habe und es ihm auf seine Frage, wohin es wolle, entgegnet habe, es müsse in die Bäckerei des nächsten Dorfes, und er dann das Mädchen in den Wagen eingelassen habe. Es sei hinten eingestiegen und habe auf der Fahrt nicht mehr gesprochen. Dass dann aber, als er im nächsten Dorf die Bäckerei gefunden und davor gehalten habe, das Mädchen plötzlich nicht mehr da gewesen sei. Was ihn bewogen habe, auszusteigen und zu läuten, um zu fragen, ob sie etwa schon im Hause sei. Was ihm allerdings auch seltsam vorgekommen wäre, habe er doch nichts bemerkt, das darauf hätte schließen lassen. Und dass nach einer Weile eine Frau die Tür geöffnet habe, ihn nach seiner Frage gebeten habe, einzutreten und ihm alsdann, ihre schwarzen Kleider habe er erst jetzt bemerkt, eröffnet habe, das Mädchen, das er mitgenommen habe, müsse ihre Tochter sein, die 4 Monate vorher in einem Wagen, den sie angehalten habe, umgekommen sei. Und er sei schon jetzt der Dritte, der nach ihrem Tode komme und erzähle, dass er ein Mädchen das hierher frage, ob sie schon zu Hause. Er sei dann ratlos weggefahren und seit diesem Vorfall fühle er sich sehr allein und wisse nicht, was machen, weil